Meine sehr verehrten Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Eine weitere Folge LSPDFA, Los Santos Police Department. Wir sind aber hier heute unterwegs mit der Polizei aus Bayern, um genauer zu sein, aus München. Und im Hintergrund seht ihr einen wunderbaren Dreier BMW Touring. Kripo München 2021, fettes Baujahr. Und zwar vom Modding-Team Bavarian Modding. Grüße gehen raus. Vielen Dank für diesen Upload auf LSPDFA. Ein sehr, sehr geiles Fahrzeug. Es steht auch in der Info mit dabei, falls die Scheiben dunkel sind, sollte man die mit dem Trainer anpassen. Sieht so aus, als wären die Rücklichter ein bisschen dunkel. Ich finde es aber total schick und geil. Ich habe das so gelassen. Was ich auch witzig finde, ist, dass die Scheibe hier so ein bisschen runtergedreht ist. Hab meinen Kollegen mit dabei. Fritz Walter, mal mit einsteigen bitte. Lichter gehen an. Wir stehen hier ein bisschen schräg, wie ihr sehen könnt. Und es geht los. Wir fahren natürlich im Winter, deswegen habe ich auch, wie ihr sehen könnt, die Warnweste an, wie mein Kollege, und langärmelige Shirts. Hier innen drin ist alles ziemlich Hightech. Mein Lenkrad halte ich ein bisschen komisch, aber das kann man meistens nicht verhindern. Wie gesagt, dieses kleine Gimmick mit dem Fenster finde ich irgendwie witzig. Coole Idee. Immer mal was Neues. So, wir gehen nochmal in den Dienst. Im Winter ist hier ein bisschen aggro, muss ich sagen, mit dem Schnee. Man sieht immer nicht so recht, wie die Spuren sind. Was mir auf jeden Fall interessant und sehr gut gefällt, ist, dass sie beheizbare Zebrastreifen haben. Also das ist wirklich sauber gelöste. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, an welchem Mod, den ich da nutze. Ich glaube, es ist European Roads oder so. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich das hinbekomme, dass der Schnee auf den Straßen oder auf den Zebrastreifen auch richtig angezeigt wird. Mich persönlich stört es jetzt nicht wirklich sehr, aber naja, man weiß ja nie. Vielleicht gibt es einen Fix und wir können es beheben, mal schauen. Wenn ihr übrigens mal Bock habt, euch mit mir zu unterhalten, Hallo zu sagen oder die Community rund um meinen Kanal kennenzulernen, schaut auf meinem Discord vorbei, würde mich tierisch freuen. Link ist in der Videobeschreibung. Gibt auch immer wieder Gewinnspiele. Aktuell startet ein neues diese Woche für Steam Game Keys. Oh, hier diese Schneetextur gefällt mir aber auch gut an dem Auto. Ist schön gemacht. Das sind die kleinen Details. Sieht aus, als hätte irgendjemand mir einen Schneeball ins Auto geworfen. Aber egal. Was ist eigentlich mit dem Typen da vorne los, der da in der Mitte steht? Hat der Lack gesoffen oder was mit dem los? Okay, in Weinmut haben wir einen Raub auf einen Juwelierladen. Da wird mal gleich Gas gegeben. Da können wir gleich mal das Auto ein bisschen im Schnee testen. Fährt sich aber super, Handbremse. Ah, steht hier eine Kurve, wird schwer. Aber danach hier. Jopp, der gibt auf jeden Fall gut Stoff. Kollege, anschnallen, ne? Nicht vergessen. Ganz wichtig. Und immer auf die Straße gucken, wenn man Auto fährt. Sagte er und fuhr weiter in den Gegenverkehr. Handbremse. Let's go. Was für ein schöner Drift. Im Schnee fährt sich das halt einfach echt immer so geil hier in dem Game. Macht mega Laune. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wow. Ob ich die Schneefolgen beibehalten soll, jetzt wo Winter ist. Was ist hier denn los? Hallo? Ja gut, Leute. Was willst du noch machen? Lass mal abschleppen, oder? Den können wir nicht einfach so stehen lassen. Jetzt wurden wir schon wieder mit Schneebällen beworfen. Kann aber nicht wahr sein. Kollege, rein die Karre. Nicht lange warten. Wir müssen hier noch uns um den Juwelenraub kümmern. Aber echt eine schicke Karre. Sehr schönes Modell. Kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke das Fahrzeug auch mal in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch das Fahrzeug runterladet, gönnt den Jungs doch einen Kommentar, einen Like, ein Review, was auch immer. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn ihre Arbeit auch anerkannt wird. Und so einen kurzen Text dazu schreiben, kostet ja auch nicht viel Zeit dafür, dass wir so ein schönes Modell kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen bin ich immer ein großer Fan von, schreibt mir auch was in die Kommentare und das Video. Also deswegen lese ich das immer sehr gerne. Ich sage auch immer wieder, ich lese auch wirklich alle Kommentare. Deswegen, ich freue mich drauf, von euch zu lesen. So, wir machen die Sirene aus, auf die Gefahr hin, dass wir sonst hier die Verbrecher aufschrecken. Oh, Shots fired, Shots fired. Sofort SEK dazu rufen. Kollege, bleib in Deckung, bleib in Deckung. Wir warten auf das Sondereinsatzkommando. Runter! Ja, mit der Waffe. Ah, komm noch einer, doch einer ist noch da, einer ist noch da. Kollege, oh, da hat er wieder aufgegangen. Nice Shot, Ralf. Tief durchatmen.
Oh, da lebt er noch, der Penner. Nachladen. Ich wurde auch getroffen. Was macht denn der jetzt? Steht er da rum? Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Sorry, Leute, aber was sollte ich da machen? Da hat doch jemand einen Schuss. Ich habe mal einen Schuss gehört. Nachladen. Die magische Tür. Ja, unser Unterstützungseinheit fährt irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ich gehe mal darüber zu der Leiche. Okay, wir haben eine Waffe gesichert. Und ein bisschen Geld eingesammelt. Gönnen wir uns. Ah, jetzt sind wir da. Wo ist denn jetzt unser Auto hin? Also diese KSK-Einheit, die braucht immer ewig. So, was finden wir denn bei ihm? Ein blutiger Rauchmelder. Was ist das denn für ein komisches... Was hat man... Was? Okay. Ich denke lieber nicht drüber nach. Video vor Schaltgeräten. Einmal mit toten Ratten. Gut, wir haben ja durchsucht. Das ist die Hauptsache. Wir rufen jetzt mal Gerichtsmediziner. Können wir mal kurz jetzt John Dougal anschauen. Oder Duke Bell heißt er. Was er denn so auf dem Register hatte. Vegane Kundgebung platzieren von Rauchmeldern. Ach, guck mal hier. Den Rauchmelder habe ich ja gerade gefunden. Vielleicht hängt es ja damit zusammen. Aber warum sollte der blutig sein? Auf jeden Fall ist er jetzt blutig, weil der ist RIP. Kollegen vom KSK, danke, dass ihr da seid. Aber ihr könnt wieder reinhauen. Wow. Die haben jetzt wirklich... was haben die mit meinem Auto gemacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fahrzeug, das ich hatte... dass die da genau da gespawnt sind, wo mein Fahrzeug stand. Ich hole mir nochmal kurz einen Medic dazu. Weil ich ja dann doch verletzt wurde. So, hier noch eine weitere Waffe. Sieht aus wie eine Makarov. Haha, das KSK wieder, typisch. So, mal schauen, was er so dabei hatte. Marihuana-Pflanze. Die hatte mal so eine Hosentasche stecken, naja. Ich hoffe mal, dass sich die Gerichtsmedizin mal um beide Personen kümmern. Wenn ich mich mal wieder um mein Fahrzeug kümmere. So, ich fahre mal auf die Seite. Machen wir mal ein Blaulicht wieder an. So, Notarzt kommt auch, das ist gut. Dann warten wir mal auf die erste Hilfe. Jo Jungs, vielen Dank. Wie ihr seht, wurde ich leicht angeschossen. Bräuchte mal ein Medkit. Dankeschön. Super Jungs, danke. Danke für die Hilfe. Nee. Oh, da drin ist noch eine Person. Oh shit. Ah, ich dachte schon. Was machen die denn jetzt hier? Okay, warum sind die jetzt hier reingerannt? Ja gut, dann verarzten die. Vielleicht psychische Betreuung nach dem Raubüberfall auf die, auf den Laden hier. Könnte man machen, ne? Die Scheibe ist leider auch im Arsch. Tut mir leid, ja, ihre Scheibe ist kaputt. Hat mein Kollege noch ordentlich reingetreten. Ich hoffe, dass die Jungs hier auch mal die Straße wieder frei machen. Ansonsten fahre ich einfach mal schnell dein Auto auf die Seite. So ein Stück vorfahren. Das KSK fährt immer noch hier seine Runden, wie es so aussieht. Haben ihr Auto ein bisschen beschädigt. Typisch. Ciao, Jungs. Was steht auf der Seite drauf bei denen? Slow down, take it easy. Ein blue deeper, deeper day. Ah, so gut, ey. Vielleicht weiß einer, welche Referenz Neuland da drauf gekritzelt hat mit dem ein blue. Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr es wisst. Aber sehr lustig, dass das KSK mit so einem Fahrzeug hier angefangen kommt. So, dann schauen wir in die Evidence Box. Habe ich jetzt BTMG gemacht? Okay, ich habe hier, stellen Sie sicher, ich habe doch eigentlich Drogen bei ihm gefunden, oder nicht? Dann überprüfen wir mal die Waffe. So, stellen Sie sicher, dass der Besitzer das Fahrzeug... Ach so, noch vor Ort ist, ja, schätze ich. Ah, mein Fehler. Ich habe den schon durch den Gerichtsmediziner abholen lassen. Daran habe ich nicht gedacht. So, Jungs, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Macht's gut. So, der eine scheint ja wirklich hier schon raus zu sein. Der andere. Was macht denn was? Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Ach, da hinten liegt eine Person.
Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe schon mich gefragt, was hier los ist, ey. Bitte gehen Sie weiter. Kann er da auch weggehen? Ich würde gerne die Person dahin. Tja, wie soll ich denn da rankommen? Der kommt aber auch nicht raus. Die liegt aber auch richtig beschissen, ne? Dann klettern wir mal über den Tresen hier. Geh mal weg da, Bruder. Stehe ich auf ihre Frau drauf, ey. Das ist ja auch so unangenehm. Versuchen wir die Person da rauszuziehen. Ja, ich weiß, hinten ist eng. Tut mir leid. Ich versuche den hier mal rauszuziehen. Und aus dieser Mist nahe zu befallen. Kommt jetzt mal klar, da hinter mir, ihr beiden. Ich muss hier die Frau hier mal rausholen. Bitte. Kann doch nicht wahr sein. So, wir schleppen die mal hier hinter. Dass es nicht in aller Öffentlichkeit passiert. Leider haben die Medics ja schon ihr Bestes gegeben, so wie es aussieht. Oder sind da gar nicht hingekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Dame leider auch verstorben. Dann müssen wir für sie auch nochmal Gerichtsmediziner rufen. Ich finde es auch geil, dass es hier drin schneit. Die Klimaanlage ein bisschen kalt eingestellt, oder was ist hier los? Gut, wir lassen die Dame da, wo sie ist. Aber guck mal hier draußen. Was ist denn hier los? Wenn ich hier reingehe, verschwinden die Texturen oder was? Nee, komisch hier. So, alles klar. Wir gehen mal wieder in den Bereitschaftsdienst. Kollege Randa auf dem Meter. Und dann fahren wir wieder los. Ah, der war auch ordentlich Gas gegeben hier, der vor mir. Okay, unser nächster Einsatz ist eine Person, die sich deiner Verhaftung widersetzt. Auch ziemlich nah hier, mal wieder. Sehr gut, dass wir vor Ort sind. Aufpassen, dass keine Person zu Schaden kommt, wenn wir über die Kreuzung fahren. Die sind manchmal sehr arglos, was es angeht, über die Straßen zu laufen. So, wir sollen mit dem Officer reden. Das tun wir dann auch gleich. So, Kollege, sei gegrüßt. Was geht dir ab? Erzähl mir mal deine Geschichte. Was ist das Problem, frage ich ihn. A fucking sovereign citizen, I swear I can't deal with these idiots. He pissed me. Okay, der ist total angepisst, der Typ, weil er mit dem nicht reden will. Hat den angehalten, weil er zu schnell gefahren ist und er redet nur Scheiße und will sich auch nicht identifizieren lassen. Okay, ich soll mal mit ihm reden. Er ist auf jeden Fall völlig, völlig außer Rand und Band. Okay, ich werde mein Bestes tun. Talk to the sovereign citizen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Anspielung auf so eine Karen. Okay, ich sag, runter mit dem Fenster. Sagt sie, I will not follow unlawful commands officer. Also sie kümmert sich nicht drum. Sie hat keinen Bock. Also das ist so eine typische Karen hier. Ohne Scheiß, das ist definitiv der Karen-Einsatz. Also ich habe keinen Bock, mich mit ihr über Blödsinn zu unterhalten. Und es ist die letzte Warnung. Und sie soll jetzt endlich rauskommen. Und sie hat keinen Bock und sie wird sich nicht darauf einlassen, was ich hier sage. Und du machst es nur noch schlimmer, sage ich zu ihr. Und sie will meinen Namen und meine Badge-Nummer. Und sie macht für mich alles noch schlimmer. Arrest the suspect ticket. Ich werde die festnehmen, weil es eine blöde Kuh ist. Raus aus dem Auto, blöde Kuh. Runter auf den Boden. Schön in den Schnee jetzt hier. Du aufmüpfige kleine Frau. Ich wollte sie jetzt nicht beleidigen. Was glauben Sie, wer Sie sind hier? Wir sind hier das Gesetz, ja? Gönnen Sie hier nicht so aufhören wie der Rotz am Ärmel. Ganz ehrlich, die hat mit seiner Karre auch Spaß im Schnee. So, Kollege, die wird erstmal durchsucht. Hallo? Kollege, durchsuch mal. Tu mal was für dein Geld. Ach, leg mich doch am Arsch, ey. Kollege! Ach so, jetzt. Nein, 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 nein! Die Dame. Nein, 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 nein! Hallo! Alles klar. Wir haben Verfolgung gesagt. Wo ist mein Auto? Oh! Kollege, wir brauchen ein Auto. Einsteigen. Mach's gut. Wo ist denn mein Auto schon wieder hin verschwunden? Wie schaffe ich das denn eigentlich mal? Ah, die ist ja hier, die Alte. So, jetzt bloß mal anhalten. Wie kann die überhaupt Auto fahren mit Handschellen? Geht da mal weg. Kommt die jetzt noch? Fährt die jetzt hinter mich oder was? Schön auf dem Bordstein drauf, ihr Mutti.
glaube, die brennt, oder? Wie hat sie das denn geschafft, sich von der Handschellen zu lösen? Raus, du blöde Kuh! So, ich fahre jetzt mal ihr Auto weg, nicht, dass sie wieder einsteigt. Ach so, und jetzt auf einmal so tun... Nein, 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 nein! Blöde Kuh! Bleib jetzt mal in Ruhe stehen hier, sonst gibt's aufs Maul. Normal. Glaubst du, wer du bist, ey? Wow, jetzt glitscht sie ja auch noch wie in der Matrix durch die Gegend, ey. Die ist wild. Die will's wirklich, Leute. Die provoziert uns. Kollege, sofort übernehmen. Fehlt sie mal. Oh, die schöne Brille liegt am Boden. Das ist aber schade. So, ein totes Kaninchen. Bist du ein bisschen aufdrehlich? Willst du mir das Kaninchen in die Tasche stecken oder was ist los mit dir, Kumpel? Ein totes Kaninchen hat es am Start. Das ist natürlich auf jeden Fall ziemlich krank. Die hat auf jeden Fall nicht mehr alle Tassen im Schrank. Verkaufen von Jumbo-Abos auf dem Schulhof. Die ist auch wirklich kleinkriminell. Also ganz ehrlich, solche Leute brauchen wir nicht in der Stadt. Die wird mal eiskalt einfach hier schön abgeführt. Schnapp mir die alte nochmal. So, und jetzt stellen wir die mal so lange, bis die Kollegen kommen. Hier ein bisschen zur Schau. Dass es so nicht geht. Ja, wow. So, die stellen wir jetzt einfach mal hier vorne an die Kante. So. Shame on you, Lady. Shame on you. Aber nicht unter den Rock gucken, Kollege. Nicht unter den Rock gucken. So, sei gegrüßt. Die ist ein bisschen aufmüpfig. Sei vorsichtig. Nicht, dass sie dir ins Gesicht spuckt oder so. Was macht er denn jetzt? Hat er einen Fußfetisch oder? Okay, holt sie sich. Auch ein sehr schönes Auto hier. Leider ein bisschen dreckig, ne? Auch ein geiler Audi. Bremerhaven. Ich meine, ist ein bisschen... Die Innenfarbe ist ein bisschen aggro, aber sonst, ne? Das Design, die Farben. Also ich würde sagen, dieses Blau hier gefällt mir richtig gut. Das Reflektorblau. Das ist eine sehr schöne, knallige Farbe. Alter, geht's dir noch gut, ey? Komm, besetz jetzt mal ins Auto. So, ihr Fahrzeug lassen wir mal abschleppen. Wobei, ihr solltet es vielleicht mal nochmal vorher durchsuchen. Schauen, was wir da im Fahrzeug finden. Okay, nichts weiter. Ein Handtuch mit Flecken. Ugh. Wollen wir lieber nicht wissen, was das ist. Und wir holen einen Abschleppdienst. So ein Geschrei da auf der Straße. Oh, das sieht ja auch witzig aus. Gehört das so? Seht ihr dieses Polizei, diese Reflexion auf der Motorhaube? Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt bei dem Auto nicht. Warte mal, aber hä? Das kann doch eigentlich nicht sein. Ist das bei mir nur ein Fehler oder liegt das an der Schneetextur? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so gehört. Ich glaube noch nicht mal, dass es am Fahrzeug selbst liegt. Ich glaube, das ist einfach nur die Dirt-Textur, die da im Winter ein bisschen abspackt. Weil jetzt, wo ich es gecleant habe, ist es auch alles weg. Aber irgendwas hat da nicht gepasst. Na gut, okay. Wir spawnen wieder unseren Wagen. Weil mit dem waren wir die ganze Zeit unterwegs. Dass der immer verschwindet, ist echt absolut absurd, aber was willst du denn machen, ne? Können wir mal gucken, ob wir dem noch ein paar andere Farben geben können. Oder wir machen mal Max-Tune, mal gucken, was dann passiert. Manche Fahrzeuge sind dann leider so ein bisschen im Arsch, wenn die nicht in Anführungszeichen gut gemoddet sind. Ja, es geht. Ich würde aber sagen, wir machen die Reifen. Nehmen wir wieder Stock, die sehen ganz gut aus. Und Farbe, hätte ich gesagt, geben wir uns auch mal eine andere. Das ist alles, was ist denn noch so ein bisschen undercover, aber auch ganz... Oh, dieses Mattschwarz war auch schön. Das habe ich aber leider weggeklickt. Ah, war auch schick. Ja, das Blau hier ist auch schön, oder? Doch, gefällt mir gut. Die Blitze vorne habe ich gar nicht gesehen gerade. Alles klar, gut. Wir fahren weiter. Das Auto von meinem Kollegen. Warum haben wir denn da vorne eigentlich noch so einen roten Punkt auf der Straße? Ich schau mal nach. Was ist da vorne an der Kreuzung noch los? Seht ihr das?
Müsste eigentlich genau hier sein, wo ich bin. Aber es ist wahrscheinlich auch nur ein Bug. Dann ignorieren wir es mal. Ein Parking-Accident. Na, dann würde ich mal sagen, fahren wir auf den Parkplatz hier, oder? Okay. Da ist nur Müll. Ich dachte jetzt wirklich, wir hätten den Parkunfall hier direkt auf diesem Parkplatz, was ja auch echt cool wäre. Ha. Es ist wieder so ein Einsatz, da muss ich erstmal suchen, oder? Ah, nee, da vorne, ich sehe ihn schon. Ja, ich bin hinter dir, du Arsch. Hallo, Kollege, alles gut bei Ihnen? So, good morning, sir. Can I help you? Also, was ist denn los hier? Der Hund ist direkt auf die Straße gerannt. Oh shit, da ist echt ein Hund, ey. Okay, brauchen Sie eine Ambulance? Nehmen geht's gut. Und er soll bitte mal stehen bleiben. Take pictures using X-Rider Report. Das probieren wir noch gerne mal aus. Machen wir mal Fotos hier von dem Hund. Hier nochmal ein Foto schießen. Guck mal, wie professionell ich das mache. So, jetzt die Frage, wie schreibe ich den Report? Kam das gerade auch rein, die Info? Über den Callout? The caller's waiting for you at the location. No thanks. Nee, leider sind diese Einblendungen, die man da manchmal sieht, nicht immer sehr hilfreich. Ich würde sagen, ich kümmere mich erstmal um den Hund. Den müssen wir auf jeden Fall vom Veterinär abholen lassen. Oder der bei uns heißt ja Jäger. Ich werde es immer weiterfahren lassen. Die Dokumente zum Unfall können Sie dann per Post bekommen. Ich schicke Ihnen die, aber ich werde mal ganz kurz hier den Verkehr verlangsamen. Weil alle hier mich am Beleidigen sind. Sie würden aber dann, wenn der Hund jetzt hier abgeholt wurde, dann weiterfahren. So, Sie dürfen gerne, wie gesagt, mit dem Auto weiterfahren. Mach's es gut. So, was, wer bist du denn jetzt? Wer bist du denn für ein Typ? Was stehst du jetzt hier rum? Wer hat dich denn hier? Abgestellt, ey. Nehmen Sie mal bitte den Hund weg. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Ich weiß nicht, was ist denn mit dir los, Alter? Verpiss dich. Was für ein Affe, steht denn einfach rum? So, wir fahren mal von der Straße runter. Damit wir den Verkehr wieder weiterfahren lassen können. Kumpel, komm mal runter von der Straße. Ich finde es total geil. Das ist beim letzten Mal auch schon so gewesen, dass die Jungs, die Jäger-Jungs bei dem Fahrzeug das Tier einfach aufs Dach legen. Pff. Oh nein, er winkt zum Abschied. Habt ihr es gesehen? Nein, er winkt. Guck mal. Wie traurig. Und auch wie traurig, dass er wenn die Auto fahren kann, der Trottel. Ja, der Hund wird hier wieder entsorgt, glaube ich, auf der Kreuzung, so wie ich ihn kenne. Nein! Diesmal kriegt er sogar hin. Respekt. Respekt! Der Hund fällt nicht vom Fahrzeug. Also, das ist mal Talent. Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, hat auch das Fahrzeug gefallen. Grüße gehen nochmal raus an Bavarian Modding. Danke für dieses kostenlose Modell. Und lasst doch bitte ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten denkt doch auch, ein Abo dazulassen. Vielleicht schaffen wir die 122.000 bis zum Jahr 22. Wäre sehr geil. Die Glocke, ihr wisst Bescheid, ich bin draußen. Ciao, ciao. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3.000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.